Was geht ab, Leute? Rockstar Games hat es getan. Und zwar haben sie endlich die Formel 1 Wagen rausgebracht. Dabei sind es aber heute zwei am Start. Ja, Leute, ihr könnt jetzt zwei Dinger sehen. Der eine kostet einfach 400.000 mehr. Ich werde heute mal gucken, ob es sich das wirklich lohnt, 400.000 Dollar mehr zu bezahlen für den anderen. Weil es kann auch sein, dass der billigere hier sogar ein bisschen schneller ist, Leute. Und wisst ihr, wer auch schnell ist? Der Like-Button hier, wenn ihr den drückt in 3, 2, 1 und boom, ist der Like-Button schnell unterwegs, Alter. Oh mein Gott, Leute, vielen Dank, dass der Like-Button heute richtig flott ist. Ja, Leute, verprügelt auf jeden Fall noch den Like-Button, wenn ihr mehr Tuning-Folgen sehen wollt und allgemein GTA, neue Updates, GTA 5 Bots und so, ihr wisst Bescheid. Wir testen jetzt mal hier den billigeren Formel-1-Wagen aus. Der kostet irgendwas über 3 Millionen, ich glaube 3,1 Millionen. Und das ist der Progen R88, Leute. Den werden wir jetzt mal zur Tuning-Garage begeben. Und guckt euch das mal an, Alter, wie flach wir hier auf dem Boden sind. Das ist zu heftig, Alter. Einfach ein Formel-1-Wagen in GTA 5. Aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der Tuning-Werkstatt. Angekommen in der Tuning-Werkstatt kann man schon sehen, wie tief wir eigentlich in diesem Fahrzeug sitzen. Das ist nicht mal normal. Leute, die Panzerung muss auf jeden Fall ganz hoch. Das ist normal in GTA 5. So, Karosserie haben wir jetzt hier. 6 verschiedene Möglichkeiten. Einmal Serienkarosserie mit Einlass. Und, ja, das kann man auf jeden Fall auch machen hier oben drauf. Dann noch mit Doppeleinlass. Karosserie MK2. Das ändert sich dann quasi, hinten oder so? Ich weiß gar nicht, wo die MK2 sich groß ändert. Ach, an der Seite hier, guck mal. Nee, guck mal, an der Seite geht's sogar weg. Also, keine Ahnung, so Karosserie MK2, dann mit Einlass sogar hinten und dann noch einmal mit Doppeleinlass. Also quasi das Ding. Aber ich muss sagen, ich finde das an der Seite schon ganz geil. Aber Leute, ich würde mal sagen, wir machen das Ganze mal ganz hoch hier. So, zack, mit Doppeleinlass. Dann noch Bremsen. Für 30.000 Dollar sind einfach mal Superbremsen am Start. Ja, die heißen einfach Superbremsen. So, Frontschuhstange. Kann man keinen Flügel nehmen. Sieht natürlich nicht so gut aus und ist auch nicht so gut für die Traktion und Downforce und sowas, Leute. Deswegen nehmen wir hier den Meisterschaft Frontflügel 2. Ich habe da echt gar keinen Plan. Ich bin auch kein Formel 1 Gucker oder so. Aber Leute, ich kenne Sebastian Vettel, ich kenne Michael Schumacher so, aber das war es auch von meinem Formel 1 Wissen. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie Formel 1 Wissen erwartet, dann tut es mir leid. Dann habe ich euch enttäuscht, Leute. Aber wir machen den ganzen, das ganze Ding hier mal einfach mit der Redwood und dann in Rot, Leute. So, hier Lackierung haben wir das ganze Ding mal in, würde ich mal sagen, hier so matt rot. Dann Sekundärfarbe, dass das Spoiler dann auch nochmal rot wird. Machen wir natürlich auch. Und schon sieht das aus wie so ein richtiges Formel 1 Auto, Alter. Richtig heftig, Leute. So, Dächer. Haben wir auch noch die Möglichkeit, das Dach hier so ein bisschen zu ändern. Na gut, viel kann man da auf jeden Fall nicht ändern. Wir nehmen einfach mal das Ding hier, der Bügel in der Primärfarbe. Ich glaube, so gehört sich das, ne? Dass man so einen Teil da hat. So, dann einmal Spoiler, Leute. Und Spoiler ist natürlich sehr, sehr wichtig beim Formel 1 Auto. Wenn der abfliegt, dann kannst du quasi die Kurven und so vergessen. Ovaler Flügel, rechteckiger Flügel, gestutzter Flügel, keilformförmiger Flügel, kleiner abgewinkelter Flügel, großer, okay, mittlerer, noch mittlerer und großer. Also ich glaube, je größer, desto besser, glaube ich. Also ich kann mich auch täuschen. Kann auch sein, dass die ja am besten sind. Ich finde die auf jeden Fall am besten vom Aussehen her. Aber wir nehmen auf jeden Fall mal den großen und gucken mal, ob das einen riesen Unterschied macht von der Traktion her oder irgendwelchen anderen Sachen. So, Supergetriebe auch am Start, Leute. Ihr wisst Bescheid. Turbo-Tuning. Und schon haben wir den Wagen auch schon fertig getunt. Felgentyp können wir natürlich die Serienfelgen nehmen. Also da haben wir quasi ganz normale so Rennreifen. Aber da ich halt, ja, die anderen irgendwie nicht so geil finde, nehmen wir einfach diese Atomic-Dinger und hauen die Reifen natürlich nochmal mit der schusssicheren Reifen rauf. Und Reifenmuster, Reifenqualm lassen wir auch alle standardmäßig, Leute. Der Wagen sieht einfach zu heftig aus und den testen wir jetzt mal kurz aus. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, dieser Wagen, das ist echt nicht mehr normal, was der für eine heftige Traktion hat. Ich kann hier Vollgas geben und er driftet natürlich nicht weg, sondern der ist wirklich, der liegt wie, keine Ahnung was, wie Kleber auf der Straße, Leute. Ich hoffe mal, dass der andere Formel 1 Wagen genauso ist, deswegen werden wir den jetzt auch mal holen und werden die beiden Autos dann mal vergleichen. So, hier haben wir jetzt auch den teureren am Start und ich bin mal gespannt, was das für einen riesen Unterschied macht, ob sich das lohnt, 400.000 Dollar mehr auszugeben. Man kann schon sehen, der hat standardmäßig auf jeden Fall einen größeren Spoiler am Start und kostet, Leute, 400.000 Dollar mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig heftige Summe. Der heißt Progen PR4. Ich glaube, man konnte auch nur den Progen PR4 sogar schon eine Woche vorher irgendwie gewinnen, wenn man ein bisschen Glück hatte. Aber man kann auch schon sehen, der hat zwei Kategorien auch noch mehr zu tunen. Also vielleicht lohnt sich das, Leute. Wir werden es halt sehen. Natürlich Panzerung auch wieder 50.000 Dollar hochgehauen. Dann wieder Karosserie. Haben wir auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, sogar hinten das abzumachen. Das war, glaube ich, eben nicht so der Fall, ne? Dann noch MK2 hinten auch noch abzumachen oder das so zu machen. Und ich muss sagen, das finde ich richtig, richtig heftig. Das kann man auf jeden Fall schon mal viel besser tun als beim anderen. Auch mit diesem Seiteneinlass, das konnte man natürlich auch machen. Aber hinten, dass es weg ist, finde ich sehr, sehr cool. Holen wir es auf jeden Fall auch, Leute. Bremsen werden auch hochgehauen. Super Bremsen natürlich für 30.000 Dollar. Das Ding kann richtig schnell sein. Also müssten auch die Bremsen runter, also richtig heftig sein. Also den Wagen quasi gut zum Stoppen bringen. Dann noch Frontstoßstange. Tiefer Frontflügel, dann mittlerer, dann Circuit Attack, Championship, Maximum Grip und legendärer. Und ich glaube, wir nehmen einfach mal den legendären, weil wir legendär heute unterwegs sind, Leute. So, Motor haben wir auch noch. EMS-Suppressungsstufe 4, das ist normal.
normal. Das ist auch bei den anderen Fahrzeugen genauso der Fall. Auspuff können wir jetzt hier zum Beispiel ändern. Wir haben einmal die Möglichkeit, einen Turbo-Auspuff zu kaufen. Und ich weiß nicht, was da jetzt der Riesenunterschied ist zwischen einem Standard-Auspuff und einem Turbo-Auspuff. Aber ich glaube, der Turbomäßige sieht einfach nochmal ein bisschen besser aus. Der ist nochmal ein bisschen besser hier verchromt. Auf jeden Fall von der Optik her sehe ich jetzt gerade so. Was der so für Nutzen hat, habe ich keine Ahnung. Wir holen uns den auf jeden Fall, Leute. Design nehmen wir jetzt auch mal hier so ein anderes Design. Den ganzen Wagen machen wir mal hier so. Boah, in dem, Alter. Estancia Tobacco, Alter. Wir sind ja mexikanisch unterwegs. Wir sind hier, Leute, wir präsentieren hier Mexiko, Alter. Was geht ab? Lackierung. Da würde ich sagen, können wir das Ganze eigentlich schon fast so lassen. Ja, guck mal, bei Schwarz sieht das dann so aus. Wir können natürlich auch weiß machen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Wir machen das ganze Ding einfach mal hier in weiß. Sekundärfarbe wird dann natürlich auch in weiß gekauft, Leute. Das ist dann der Spoiler. Finde ich sehr, sehr geil. Ihr müsst mal sagen, was eure Meinung dazu ist. Wie würdet ihr den tun? Ich finde den vom Aussehen her ist auf jeden Fall mein Geschmack. Ist natürlich nicht so wirklich perfekt irgendwie Formel 1 mäßig, aber so drin bin ich ja auch nicht in der Materie. Dann haben wir noch 13 verschiedene Spoiler. Und zwar einmal den gekürzten, rechteckigen, 89 Spec, gestutzter, keilförmig, kleiner, gewinkelter, Digga, gehen richtig hoch, Attack. Oh, guck mal, das ist sogar ein bisschen, guck mal, die verschieben sich eigentlich nur alle, ne? Guck mal, wenn man so guckt, verschieben die sich alle eigentlich nur. Also viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat man da nicht wirklich. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt hier mal den Extrem. Ich glaube, der ist nicht so wirklich Formel 1 mäßig am Start, standardmäßig, aber ich bin mir auch nicht so sicher, Leute, ich will auch nichts Falsches labern. Deswegen holen wir uns den einfach, weil es der teuerste ist, Leute. Getriebe natürlich auch, super Getriebe für $25.000. Ihr wisst Bescheid, Turbo auch $25.000. Und jetzt können wir hier sogar noch die Windschilder. Ja, Leute, man kann quasi vorne noch so ein kleines Windschild haben. Das kann man natürlich auch ganz entfernen. Also da hat man quasi eine direkte frische Brise am Start. Oder halt noch eine Lippe hinzufügen. Einen schwarzen Windabweiser, einen lackierten oder einen erhöhten Windabweiser. Also quasi nochmal so ein Ding in Durchsicht, den ich finde. Das Teil nehmen wir, glaube ich, einfach mal in so einem lackierten. Ich finde, das mit dem lackierten sieht ganz cool aus mit dem Schwarz. Kann man auf jeden Fall gut machen. Aber ich glaube, es ist nicht so vorteilhaft, wenn man im First Person fährt. Ne? Deswegen nehmen wir es, glaube ich, doch nicht, Leute. Wir nehmen einfach jetzt hier diesen erhöhten. Da kann man wenigstens noch durchgucken. Und dann hat man auch so ein bisschen mehr Schutz für seine Augen. Klar, man trägt einen Helm, man hat so ein Visier. Haben wir jetzt aber gerade nicht. Wir haben nur eine Maske und in der Maske haben wir zwei Augen, die durchgucken und die müssen natürlich auch geschützt werden, Leute. So, Fenster können wir jetzt auch hier dunkler machen. Das sind dann quasi vorne die Fenster. Also man hätte sich auch quasi lackiert holen können. Aber da wir vorne natürlich durchgucken wollen, macht es wenig Sinn und deswegen lackieren wir die heute mal nicht, Leute. Ausnahmsweise lackieren wir die Dinge heute mal nicht. Felgentyp können wir natürlich auch wieder hier so ein bisschen ändern, aber ich finde, die standardmäßigen sehen schon echt gut aus. Klar, man kann sie halt auch noch irgendwie in schwarz machen oder so. Guck mal, wir können es jetzt einfach mal machen, weil wir es eben nicht gemacht haben. Wir holen uns das Ding jetzt einfach mal hier und zwar gucken wir mal, was wir so für die teuersten, die sind hier 62.500. Super 5R Streifen. Holen wir uns dann einfach. So sehen die Dinge aus. Wir können es dann noch natürlich die Felgenfarbe irgendwie nochmal in weiß machen. Das machen wir das Ganze nochmal hier so in weiß. So haben wir weiße Streifen. Und dann sieht das auch ganz cool aus. Reifenmuster können wir natürlich dann auch drauf machen, so verschiedene. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen mal hier die Atomic-Dinger, sogar ohne die roten Farben, sondern einfach dann. Oder nee, wir nehmen die Fucaro, Leute. Die Fucaro gefallen mir sogar noch ein bisschen besser. Hätte ich das gewusst, hätte ich es beim anderen auch aufgemacht. Aber so haben wir es jetzt auch, Leute. Schutzliche Reifen auch rauf. Reifenqualm muss nicht. Und dann haben wir den ganzen Wagen auch schon wieder hochgetunt. Und ich finde, der Wagen lohnt sich jetzt schon, $400.000 mehr zu kosten, da man einfach viel mehr verschiedene Tuning-Möglichkeiten hat. Vor allem halt auch hinten sieht das geil aus. Und dann halt nochmal vorne diese Scheibe, die man so ein bisschen machen kann. Und Leute, ich merke direkt, ihr hört es ja auch. Das Ding hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen anderen Sound. Also nochmal so ein bisschen klein deftigeren Sound. Aber ihr könnt schon sehen, wie tiefgelegt dieses Formel 1 Auto ist. Also durch dieses tiefgelegte haben wir halt die heftigste Traktion, die ich jemals bei einem Auto in GTA 5 gesehen habe. Kann man es überhaupt noch Auto nennen? Das ist eigentlich schon irgendwie, wie nennt man das in Formel 1? Man nennt es auch eigentlich ein Auto, oder? Also kann man es noch gut Auto nennen? Ich weiß nicht, Leute, wir nennen es einfach Auto, weil es dann einfach auch noch ein Automobil ist, so. Aber es ist für mich absolut geisteskrank, dass sowas überhaupt in GTA 5 hinzugefügt wurde. Wir testen jetzt mal kurz, ob das vielleicht ein bisschen höhere Geschwindigkeit hat. Klar, wir gehen jetzt hier ein bisschen bergab, das werden wir natürlich auch noch einrechnen. So sieht das Ganze natürlich auch noch von innen aus. Also die Scheibe ist irgendwie, ja, sieht man gefühlt fast gar nicht, dass sie da ist. Also so ganz, ganz wenig. So, hier haben wir auf jeden Fall, ihr könnt direkt schon sehen, ein viel besseres Interieur. Und zwar haben wir da einen digitalen Bildschirm. Und da können wir auch direkt sehen, wie viel wir da fahren. Finde ich, sieht viel, viel besser aus. Lohnt sich dann auf jeden Fall, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben. So, wir sind hier direkt bei 100 Meilen pro Stunde. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig schnell am Start. 60 Meilen pro Stunde sind auf jeden Fall 100 km/h. Wir sind jetzt gerade hier bei 104. Und wie man erkennen kann, ist der gefühlt abgeriegelt bis irgendwie 110 oder so.
Bugatti. Und das ist wirklich nicht schnell, Leute. Das ist, sind glaube ich 180 km/h oder so, 170 oder 80 km/h. Finde ich sehr, sehr mickrig von Rockstar Games gemacht, dass sie ein Formel 1 Auto reinbringen und das dann einfach abriegeln bei nicht mal 110 Meilen pro Stunde. Das finde ich sehr, sehr schade. Okay, Leute, man kann jetzt sehen hier, wir werden den Wagen jetzt natürlich wieder auf höchste Geschwindigkeit testen. Wir werden auch die Dinger hochgedreht bis zum geht nicht mehr. Mein Gott, der Innenraum sieht echt heftig aus. Und dann schallern wir los, Leute. Das Ding ist schon auf 100 und man kann leider mit dem Lenkrad nicht so gut sehen, wie schnell wir gerade sind. Aber man merkt schon, wenn man sich so ein bisschen von der Umgebung anguckt, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs und man kann auch sehen, wir sind, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut hier auf der Straße. Man kann hier schnell ausweichen, zack, 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 Slalom fahren, bis zum geht nicht mehr, Leute. Der Wagen hat aber auch sein Limit irgendwann erreicht und ich glaube, das Limit ist hier auch bei 140. Wenn man so guckt hier, sieht man, dass die gelbe Nadel, und man hört es auch, Leute, er ist irgendwo gedrosselt. Ja, es ist schade. Aber Leute, was willst du machen? So ist es halt. In jeder 5 sind die ganzen Dinger gedrosselt. Aber gucken wir mal, wie der andere sich auch noch so gemacht hat. So, klar, dieser Wagen ist wahrscheinlich im Rennen ein absolutes Biest, weil du halt einfach diese heftige Traktion hast. Ich meine, guck mal. Selbst, pass auf, ich zeige dir jetzt mal, wie schnell wir diesen Downforce haben durch diesen Spoiler und vorne durch diese Frontlippe. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Wagen über irgendwas rüberspringen, dann könnt ihr sehen, wie schnell wir eigentlich wieder nach unten gezogen werden. Ich werde es mal kurz euch am besten demonstrieren. So, wir haben hier so einen kleinen Hügel und jetzt fliegen wir mal darüber und ihr seht schon, wir werden ganz schön deftig runtergezogen. Hier merkt es auch, man wird schon echt heftig runtergezogen. Und man merkt es natürlich am heftigsten, wenn man jetzt irgendwie sehr viel Gas gibt und dann zum Beispiel hier so ein bisschen. Normalerweise würden andere Autos da fliegen, aber wir fliegen da überhaupt gar nicht. Es liegt einfach daran, weil dieses Formel 1 Auto halt diese Frontlippe hat. Guck mal hier, die sieht man gerade. Oh mein Gott, als ob. Guck mal, ist die bei uns abgegangen vorne? Leute, die kann halt einfach abgehen, sehe ich gerade. Die ist bei uns abgegangen, weil wir zu dolle Unfälle gebaut haben. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte schon gemacht? Können wir dann auch hinten den Spoiler loswerden? Das will ich doch jetzt mal austesten, Leute, ob wir hier den Spoiler loswerden können. Das werde ich hier direkt mal austesten. Und ab gegen den Spoiler, Leute. Boom! Ja, man kann sehen, der Spoiler ist einfach ab. Oha, Leute. Und jetzt haben wir ein Formel 1 Auto ohne Spoiler. Und ah, ja, ich muss aber sagen, die Traktion ist ungelogen, Leute. Ungelogen ist die Traktion schlechter geworden. Das heißt, dieser Spoiler ist bei dem Formel 1 Auto logischerweise, da hat Rockstar Games mal realistisch gedacht, wichtig. Guck mal, ich kann jetzt nicht mehr so heftig hin und her lenken. Das geht nicht mehr, Leute. Das lag natürlich am Spoiler, jetzt können wir es nicht mehr. Also schade, muss ich sagen, dass wir jetzt nicht mehr so gut lenken können. Es ist natürlich sehr, sehr gut gemacht. Finde ich sehr, sehr gut. Props auf jeden Fall an Rockstar Games. Aber Leute, das soll es dann auch schon gewesen sein. Das ist das Formel 1 Auto in GTA 5. Ich würde sagen, kauft ihr das teure ist einfach cooler. Und die sind irgendwie gefühlt gleich schnell. Also da ist kein Riesenunterschied. Ich glaube, dieser R88 ist vielleicht eine Millisekunde schneller. Aber sonst könnt ihr sehen, hier müsst aufpassen, wenn ihr Spoiler verliert, dann seid ihr nicht mehr so gut am Start, Leute. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, damit ihr nichts verpasst. Checkt dann natürlich auch noch hier die anderen Videos aus. Klickt noch auf die Glocke, Freunde. Ich würde sagen, du klickst jetzt darauf, denn du hast nämlich noch ein paar Sekunden Zeit. Und ich will ja nicht sagen, was passiert, wenn das Video vorbei ist. Aber wenn du das nicht anklickst, dann verpasst du was. Ich sag's dir. Also, klick drauf. Los, worauf wartest du?